Frau Zielsche, wir müssen reden. Nein, Oliver, ich glaube, wir müssen reden. Was machen Sie denn da auf dem Tisch? Mein Nasenspray muss kurz einwirken. Ich habe gehört, Sie haben schon wieder Ihren Kurs verlassen. Frau Zielsche. Zielsche. Die, was? Zielsche. 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 Frau, die Internetverbindung in Ihrem Haus ist wirklich eine Zumutung. Ja, Sie haben schon ein Einzelzimmer, also beschweren Sie sich nicht. Ich muss wichtige Dinge online erledigen, so kann ich nicht arbeiten. Wichtig, ja. Wichtig ist Ihre Therapie, Oliver. Darauf müssen Sie sich jetzt konzentrieren und nicht aufs Laptop. Ich meine, gut, in 7 Wochen sind Sie hier raus, da können Sie machen, was Sie wollen. Wie soll ich denn 7 Wochen ohne Internet auskommen? Müssen Sie Ihre Kurse machen. Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, was ich mache? Der WLAN ist hier unser geringstes Problem. Der Hauptlift ist kaputt seit einem Jahr. Die Kantine hat pro Mahlzeit nicht mehr als 2,10 Euro zur Verfügung. Und der letzte Gruppenausflug war Weihnachten 2016 zu den Stadtwerken, die Kläranlage besichtigen. Sie sind nun mal gerade seit 3 Monaten querschnittgelähmt und der WLAN ist Ihr größtes Problem. Ich wäre auch bereit, mehr zu zahlen. Anscheinend sind Sie nicht nur gehbehindert. Guten Morgen, liebe Magda. Morgen. Wir haben ja beschlossen, einmal die Woche eine Goldfischsitzung zu machen. Oh, abgehofft, du hast vergessen. Nein, und genau. Deshalb habe ich mir gedacht, wir können hier am Nachmittag gemeinsam was unternehmen. Habt ihr zum Beispiel Lust, etwas zu kochen? Hey Siri, bitte weck mich in einer Stunde. Der Wecker ist für 16. Wer von euch weiß zum Beispiel, wie man Polenta macht? Und Sie? Ja. Ein Pferd. Ich will auf ein Pferd reiten. Auf gar keinen Fall. Doch, Franzi, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ich müsste das aber allerdings erstmal mit Frau Zetsche besprechen. Aber finde ich total gut. Raymond, worauf hast du denn zum Beispiel Lust? Sag doch mal. Ah. Hoppala. Entschuldigung. Sag mal schnell, der? Morgen kommt der. Der? Kommt der Frau Schmitz. Ja. Wir müssen auch gar nicht kochen. Also, wir können auch irgendwas anderes machen. Ich will aber Pferd. Machen wir so? Aber kein Stress. Die haben alles. Die wussten von meinem Konto in Zürich. Die wussten, dass ich das vor 3 Jahren aufgelöst habe. Die wussten von meinem Schließfach einfach alles. Wer sind die? Das deutsche Finanzamt. Die sind einfach zu meiner Bank. Haben denen einen Gerichtsbeschluss vorgehalten und haben ein Schließfach öffnen lassen. Einfach so. 700.000, futsch, weg. Und ein Gerichtstermin in 2 Wochen. Ist er mit dem Auto da? Womit denn sonst? Wir müssen sofort nach Zürich mein Schließfach räumen. Aber Alter, hörst du mir nicht zu? Die haben Hunde, die Geld riechen können. Julius, Herr Flütsch hat mich angerufen. Wer? Herr Flütsch von der Bank. Die wissen auch von meinem Schließfach. Die könnten da jeden Moment auftauchen. Was hast du da drin? Bargeld. 1,2. 1,2? Ich wollte dich nur vorwarnen. Wie du das jetzt regelst, ist ja wohl deine Sache. Du wolltest mich vorwarnen? Hätte ich dich nicht angerufen, hätte ich davon nie was erfahren. Von hier bis nach Zürich sind das nur 2 Stunden. Mann, Julius, ich kann doch nicht mal alleine scheißen. Wie soll ich 1,2 Millionen schmuggeln? Oliver. Laura. Ich suche WLAN-Verstärker. Weißt du, ob die hier sowas haben? Ich weiß nicht, aber ich glaube, da musst du eher im Elektromarkt gucken. Hm, genau, ja. Ja, dachte ich auch. Okay. Oliver? Ja? Also, wenn du willst, dann kannst du auch bei uns in der WG arbeiten. Also, wenn du Probleme hast mit deinem WLAN und also nur wenn du natürlich nicht störst. Aber wir können es ja mal probieren. Danke, das ist sehr nett. Dann. Bis später. Julius, ich muss jetzt in die Schweiz mein Schwarzgeld holen. Das Finanzamt sitzt mir im Nacken. Hallo? Hallo? Ja, hören Sie mich jetzt besser? Die Internetverbindung ist wirklich eine Zumutung. Es ist eine Reha. Sie sind seit 3 Monaten querschnittgelähmt und der WLAN ist Ihr größtes Problem. Ich wäre auch bereit, mehr zu zahlen. Anscheinend sind Sie nicht nur gehbehindert. Von hier bis nach Zürich sind das nur 2 Stunden. Mann, ich kann doch nicht mal alleine scheißen. Wie soll ich 1,2 Millionen schmuggeln? Kamelreiten? Kameltherapie. Warum muss es denn in der Schweiz sein? Julius, die Idee ist genial. Keine Sau kontrolliert einen Bus voller Behinderter. Wir sind die geilste Behindertentruppe, die jemals existiert hat. Ich bin schick. Mach mal so. Aber kein Stress. Ich bin Glamour. Wichtig sind die inneren Werte. Ich scheiße auf innere Werte. Könntest du bitte dein Blindenzeichen abnehmen? Was machst du denn? Schwarzkontakt! Sag mal, fährst du so, weil du blind bist oder besoffen? Gib
das sofort wieder. Kriegst gar nichts von mir. Willst das Geld woanders anbringen? Geht's noch? Du wolltest nur ein Schmuggelauto? Nein, so ist es nicht, Laura. Entschuldigung, aber wir sind viel behinderter. Ich hasse Kamele. Frauenzüge-Neutrale! Scheiß auf die Avengers, scheiß aufs A-Team. Wir sind die Goldfische. Vicky! Aus dem Weg! Ihren Führerschein hätte ich gern mal gesehen. Hören Sie mal zu, Herr. Wie heißen Sie überhaupt? Sie haben sich überhaupt nicht vorgestellt. Mein Name steht hier auf dem Schild. Ja, sehe ich. Aber wie spricht man's aus, hm? Müller?